lowly tarnished. Playing as a lord, I command thee. Okay. Von da oben irgendwo hinspringen. Ja, und sind nochmal Frames gedroppt worden. Ah ne, da waren wir auch. Okay, es war also nur für das Gedöns. Okay, gehen wir wieder hoch. Weil wir können jetzt eh durch die Tür da gehen. So ist ja nicht so, als ob wir hier nichts bekommen würden. Mein Handy ist auch nicht erst. Das ist echt kacke. Das ist echt kacke mit dem Internet gerade. Aus irgendwas machen? Nee, ne? Ist nur ein schöner Ausguck. Okay. Keine geheime Wand. Ach, so hübsch. Es leckt weiterhin. Fuck. Also es leckt nicht, aber mein Upload ist gerade ein bisschen komisch. Hier schon geguckt? Sie ist so leer. Der kleine Ort hier. Da sind wir hier hochgekommen. Können wir hier noch irgendwo anders hin? Ich glaube eher weniger. Runter geht's auch nicht. Denke ich, war es das erstmal hier in dem Gebiet? Sollen wir die... Das hier versuchen? Warte, die Tür ging auf, ne? Richtig? Ich glaube, hier ging das auf. Lass mal gucken, ob wir da jetzt durch können und ob da eventuell ein Boss ist. Wer weiß, wer weiß. Weiternehmen. Runter. Kommen wir überhaupt wieder zurück? Sieht schlecht aus, ne? Von da aus und dann müssen wir Richtung Osten, Südosten. Genau hier sollte die große Tür auf sein, richtig? Richtig, nice. Echt? Zack. Zack. Nice. Nice, nice, nice. Hier kümmern wir mich jetzt weiter. In ein ganz anderes Abteil der Stadt. Holy shit. Geht erstmal in die Mitte.
Weil das sieht ja aus wie die Tafelrundfeste so ein bisschen hier, ne? Ein bisschen. Alberich. Alberich, Alberich, Alberich. Wer bist du, Alberich? Wer bist du? Der Spitzhut des rasenden Alberich. Alberich? Alberich. Die roten Schimmersteine entstehen angeblich aus dem Blut von Opfern, verstärkt Dornenzaubereien. Alberich war ein kluger, aber verstörter und ketzerischer Zauberer, den der ständige Hohn im Dienst der Tafelrundfeste letztendlich in den Wahnsinn trieb. Okay. Okay, sagt mir vom Namen halt überhaupt nichts. Aber Tafelrundfeste und das hier, ne? Ja. Sind sich sehr ähnlich. Ein Bild. Keine Ahnung, wo das sein soll. Gehen wir mal hier ran. Ich weiß nicht, ob ich weiter streamen soll, wenn die verdammten Frames die ganze Zeit droppen. Ich meine, es sind nicht so viele. Aber es ist trotzdem kacke. Naja. Spielen wir weiter. Ich habe zu viel Lust auf das Spiel. Guck mal, das haben wir übersehen. Und mit wir meine ich mich. Schmiedestein 5. Sehr gut. Ist nix. Kartoffeln! Seuchenbolzen und Gebetbuch der zwei Finger. Können wir wahrscheinlich auch wieder dem Kleriker geben. Gebetsbuch mit den Anrufungen der zwei Finger. Es wurde einst einem Befleckten anvertraut, der würdig genug war, ein Fürst zu werden. Kann einem studierten Kleriker übergeben werden, um Zugang zu den folgenden Anrufungen zu erhalten. Heilung des Fürsten und Hilfe des Fürsten. Ich möchte gar nicht gegen dich kämpfen, mein Guter. Aber wenn du drauf bestehst. Au. Oh, guck mal, die sind hier sogar am Kochen gewesen, süß. Es ist halt Tatsache, alles hier. Sieht alles aus wie Tafelrundfeste, ne? Da oben kommen wir wahrscheinlich irgendwie später oder anders oder so hin. I guess. Ja, da oben geht es nämlich noch lang. Aber nicht von hier unten. Ich weiß noch nicht, ob wir hier weitergehen sollen oder erstmal noch den anderen Weg oben untersuchen sollen. Von hier aus. Lass mal das machen. Wir haben jetzt auch einen Ort der Gnade da gefunden. Genau. Weil es ging hier ja auch noch. Aua, sorry. Guter Angriff von uns beiden, mein Guter. Genau, es ging nämlich hier noch weiter. Wir sind direkt ja das Bäumchen hochgegangen. Es ging ja auch noch rechts hier lang. Gucken wir da mal. Sorry. Streifen weißen Fleisches. Mm-hmm.
Das ist hier auch schon. Also hier ist echt viel. Genau, letztes Mal sind wir hier hochgegangen. Gehen wir mal den normalen Weg. Oder sollen wir erstmal die Wurzel runter? Lass das mal die Wurzel runter, ne? Gehen wir lang. Jupp, jupp. Ich sehe erstmal nur Hunde. Goldene Rune 9. Sehr schön. Hallo, Mr. Boss. Mr. Boss-Gegner. Gott, wieder so viel zu entdecken. Hey, das sieht auch aus wie ein Tafelrundfest ein bisschen. Ah, ich glaube, das ist der andere Eingang zur Tafelrundfeste. Ah, ist geweihtes Schleifmesser und ein Hammer. Sind hier auch die Ketten, an denen er war? Nee, nee. Geweihtes Schleifmesser. Da können wir wahrscheinlich Blitz und Dingens machen jetzt. Ein geweihtes Schleifmesser mit verschlüsselter Inschrift. Dient auch als Messer. Wendet ihr... wendet ihr mit einer Kriegsasche des Typs körperlich oder golden eine Affinität an, könnt ihr eine zusätzliche Affinität des Typs heilig oder Blitz anwenden. Hier wird ein Item liegen. Richtig. Spielstein 6. Okay. Hier lag 4. Und wer ist das hier? Bei meinem Schwerte. Heldenrune 1. Das ist echt traurig mit anzusehen. Runenbogen. Hier waren die zwei Finger und die Fingerjungfer. Können wir hier rein? Können wir. Dem Thron der zwei Finger. Wert der geheimen Wort. Ist eine Glaubenswaffe. Ein geheimes Schwert, das die zwei Finger einst den Befleckten der Tafelrundfeste gewährten. Die Klinge verursacht Heiligschaden und ist formlos, sodass kein Schild sie aufhalten kann. Früher, als die zwei Finger noch voller Kraft und Meisterüberzeugung waren, versammelten sich viele Helden in der Tafelrundfeste. Einzigartiges Talent, unblockbare Klinge. Ich einmal kurz ausrüsten, aber nur um zu sehen, wie sie aussieht. Oh, ist die hübsch. Hübsches Teil, hübsch. Das geht sogar B mit Glaube. Das ist echt nicht schlecht. Schmiedestein 5. Gucken wir mal hier hin. Da hinten wartet eventuell der Dumpfwasser auf uns. Fingermedizin. Hier? Nix. Fluch des Saatbeets. Das ist schon das dritte, was wir gefunden haben. Ah. Er gibt's hier nicht? Er gibt's hier anscheinend nicht. Ich bin echt drauf und dran, zur Tafelrundfeste zu reisen. Einfach um zu gucken, was passiert. Machen wir das mal. Tafel der Gnade.
Einmal mit allen Leuten reden. Sonst auch nichts sagen. Aber wir haben irgendwo eine Geste bekommen. Nee. Bei meinem Schwert hieß die, glaube ich, ne? Genau. Setzen wir die einfach mal überall ein. Einfach nur um zu gucken, was passiert. Okay, hier nix. Wir haben die in einem Raum von 4 bekommen.